So, dann herzlich willkommen zur neuen Woche. Einen kleinen Moment, ich habe hier wieder eine kleine Rückkopplung, weil ich hier noch das Ding an hatte. Also herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Woche hat erstmal beim DAX negativ begonnen. So war es auch im Fahrplan oder im Tradingplan eben eingezeichnet. Den habe ich ja extra schon heute um 7 Uhr veröffentlicht, beziehungsweise ja, war schon gestern Abend teilweise online. Und es sah eben vor, dass der DAX bis 9.350 fallen sollte und im Idealfall hier das Gap schließen kann, soll, darf. Das Gap ist jetzt hier, dürfte minimal noch offen sein. Aber die Toleranzen von 5 Punkten, ja, kann man missachten, sage ich mal so. Im kurzfristigen Fenster gab es eben jetzt direkt um 11 Uhr eine monsterbullische Kerze. Ich habe hier in den News nachgeschaut. Direkt um 11 Uhr kamen die Verbraucherpreise der Eurozone heraus. Das dürfte höchstwahrscheinlich nicht unbedingt, also die sind leicht gefallen, 0,2%, Prognose war unverändert. Dann gab es allerdings noch um 11.04 Uhr, Chinas Notenbank senkt den Mindestreservesatz um 0,5%. Das dürfte höchstwahrscheinlich eher damit zusammenhängen, den kurzen Peak im DAX. Kam aber hier die Nachricht live, also per VWD-Ticker um 11.04 Uhr raus, dürfte höchstwahrscheinlich die Marktteilnehmer schon vorher wieder was gewusst haben. Nichtsdestotrotz, im Stundenchart und beziehungsweise von der Prognosequalität oder beziehungsweise wie der DAX hätte laufen sollen, passt das alles. Ob jetzt Nachrichten damit reinspielen oder nicht, klar, hätte auch irgendwas anderes jetzt hier eventuell kommen können, dann wäre halt ein Verkaufssignal dann aktiviert worden. Aber aktuell passt es soweit. Ein Rücklauf ja, bis 9.044 sollte noch passieren. Und dann muss man eben aufpassen. Denn im Dow Jones Index hat jetzt hier auch tatsächlich, ist auch unverändert noch, habe ich ja schon auch am Samstag oder am Sonntag Video vorgestellt, dass der Dow Jones möglicherweise exakt so verlaufen kann. Und hier sieht man zwar kurze Peaks unter das Level, aber das Level war hier direkt eben als Test eingezeichnet, kann also jetzt hier ein Stück nach oben laufen und ja, wirklich halt im Idealfall wieder an die 16.670 und dann rund 400 Punkte am Stück fallen und anschließend dann nochmal die 16.000er Marke anlaufen. Anderen Plan habe ich im Moment nicht. Es ist zwar auch jetzt nur grau eingezeichnet, dass es möglich ist, dass es sich so verhält. Und darauf wird aber dann trotzdem, wenn jetzt hier der an den Kurs hinlaufen sollte, 16.670, dann wird hier eine Short-Position aufgenommen. Der Stopp, ja, spätestens natürlich hier beim neuen Hoch. Aber ich werde den Stopp eher enger halten dann. Beziehungsweise ein Intraday nachziehen. Sonst BMW kann heute hier sogar leicht zulegen. Minimal, also konnte, ist jetzt nicht groß eingebrochen. Und die Morphosis Aktie, ja, passt noch im Rahmen. Ist noch nicht jetzt dynamisch angesprungen. Puma-Aktie passt auch. Zu den Forex-Setups, da gab es am Freitag ja noch australischer Dollar, US-Dollar, sehr spekulativ, war hier heranlaufen an die Linie, die Gewinnmitnahmen fanden aber direkt schon am Freitag dann statt, etwa 10, 20 Pips über dem Kursziel, aber ich habe dann
im Text geschrieben, im Tageschart, der EMA 200 war natürlich dann hier der EMA 50 natürlich gemeint, wo hier dann unterstützend wirkt. Der EMA 200 war hier als Widerstand. Also hier kann man das Setup ist als definitiv auch abschließen, abhaken. Man war vielleicht maximal 10 Pips im Minus. Das längerfristige Setup mit dem Monster-Buy-Signal ist noch nicht ausgeführt worden. Da passen die Konditionen immer noch, wie vor, ja, wie vor einer Woche, anderthalb Wochen. Da war eben auch ein Stoppkurs hier und das war eben auch dann der Zielbereich. Das passt soweit auch. Pfund gegen Yen. Da wurde das Kursziel eben von 59 auf 58 leicht gesenkt. Und habe ich auch schon letzte Woche geschrieben, beziehungsweise auch gesagt, hier dürfte noch ein Tief folgen. Ob das Tief direkt folgt oder noch mit einer zweiten Aufwärtsbewegung. Deswegen passe ich hier nochmal ein Setup an mit einer Stop-Buy-Marke. Die ist aber dann wirklich spekulativ. Sollte sich jetzt hier in dem Bereich noch eine Umkehrkerze bilden und dann ist über dieses letzte Verlaufshoch gehen, dann wäre nochmal rund 150 Pips möglich. Aber muss man sehen, ob dann der Stopp dazu passt. Also ist dann wirklich sehr spekulativ. Das ursprüngliche Setup wurde bei weitem ja nicht ausgeführt. Wenn man jetzt hier die Abwärtstrendlinie weiterzieht, dann ist er ja wirklich auch exakt nochmal abgeprallt. Deswegen hier ist jetzt wirklich ein Setup zwar nicht so hoch, aber allerdings eben bis zur Unterkante, bis zur Oberkante des Rainbows dann möglich. Ja, 161,50 etwa. Da hätte man also noch ein neues Setup. Hier ist es der Zielbereich, beziehungsweise wurde eh auch beendet. Da kann man jetzt theoretisch auch schon auf einen Ausbruch nach oben vielleicht spekulieren. Ist zwar vielleicht ein bisschen früh, vielleicht noch ein Tief, eben nach unten. Dann werde ich hier einen Einstieg suchen, Long-Einstieg. Stopp ist natürlich dann wieder ein bisschen schwierig, wo man den legt. Ich lege ihn dann gerne etwas weiter weg und ziehe ihn dann eben stärker an den Markt ran, wenn der antizyklische Einstieg gelungen ist. Hier ist noch das alte Silber Setup, aber hier war der Einstieg bei, ja, wo jetzt der Kurs aktuell steht. Und der Stopp passt im Prinzip soweit auch. Ist leicht unter die Trendkanal und die Unterkante des Rainbows gefallen, aber gleich bislang eine bullische Kerze. Beim Gold, es ist ja stärker gewesen, da ist das Kauflimit nicht erreicht worden. Das war's, danke fürs Zuhören und ich melde mich dann später wieder.